So, da sind wir wieder beim Meister. Hier auch richtig gesund aus. Hier, was hier schon einen Seiten hochwächst, sieht aus wie so eine Art Schimmelbefall oder sowas. Da sieht man also, die Kulturen sind schon angegriffen. Sind aber Gott sei Dank noch nicht tot. Sonst hätten wir wirklich richtig Probleme. Jetzt haben wir hier unten auf jeden Fall alle mal gereinigt. Oh, mal ein bisschen Nährstoff. Nährstoffhass wird ersetzt. So. Mal ein bisschen die Hydrokultur wieder auf Pep bringen. Ah, da haben wir noch ein Schränkchen. So, da drüben habe ich ja schon alles jetzt geholt. Hier unten die ganzen anderen hatten wir ja auch schon. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Achtung, bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Ein zuständiger Techniker wurde informiert. Richtig, Isaac Clarke wurde schon informiert. Wer hätte es denn gedacht? Hm, das war schon richtig. So, dann gehen wir natürlich auch dahin, wo uns das Wertelämpchen denn hinleuchtet. Aber es gibt natürlich wie überall sonst auch in so ein paar kleinen Orte, wie zum Beispiel da drüben. Und ich meine, hier drüben gibt es doch noch was. Oder war das im anderen Raum? Ach nee, das war noch da.
Ein bisschen Geld muss sein. So, dann gehen wir mal hier rüber. Zur Hydro-Steuerung. Isaac, mach uns wieder ganz. Jetzt müssen wir hier erstmal wieder Leichen finden. So. Okay, so. Ja, wie man schon sehen kann, jetzt erneut die Aufforderung von unserer werten Nicole. Wir sollen doch hier mal alles wieder ganz machen. Machen wir ja schon im Endeffekt, aber sie meint natürlich was ganz was anderes. So, jetzt haben wir zumindest mal das. Ich glaube, ganz oben hin, glaube ich, müssen wir eigentlich gar nicht. Deswegen gehen wir gleich mal ganz nach oben. Der Fahrstuhl, der langsam. So, geht doch. Dann gab es doch hier oben noch was. Oder habe ich mich jetzt wieder gehört und ich meinte eigentlich was auf einer anderen Seite? Es sieht mir sehr, sehr stark danach aus. Ja, ich denke schon, das war auf dem anderen Deck dann. Ich verwechsle die nämlich liebend gerne miteinander. Oh, ist das langsam? So, Schnarchnasengang ist beendet. Sehr gut. Jetzt sind wir selbst zu Fuß schneller. Ja, und weiß ich, das sind halt einfach so Fahne und Co., was dann halt hier runterhängt. Und unten bauen sie halt dann immer das Gemüse an. Finde ich eigentlich eine interessante Idee. Das kann man eigentlich auch in anderen Dingen überleiten machen. Euch vor den Dingen muss man sich wirklich in Acht nehmen. Die sprengen sich nämlich wunderbar selber in die Luft.
Die haben nämlich wie so Sprengstoffkapseln da. Eigentlich nichts anderes als so eine... Ja, man muss schon sagen, fast wie so eine geladene Biomasse. Der ewig rollende Kopf. Auf die Bank. Dankeschön. So. Haben wir so ein bisschen Munition, oder? Der Kopf rollt auf. Eintritt Schwerelosigkeit. Natürlich, obwohl die Viecher dann verrecken, ne, seht ihr dann trotzdem noch diese Tentakel und Co. alles da raushängen. Wie als ob dann sich gleich wieder was Neues bilden möchte. Also es ist eigentlich in so einem stetigen Wachstum, das Scheißzeug. Diese Scheißviecher. Wo ist eigentlich das andere Babyvieh? Hallo? Nicht da? Ende der Schwerelosigkeit. So, laden wir nochmal kurz Stahl rein. Eintritt Schwerelosigkeit. Na komm, ich hab dich doch gerade gesehen. Ich bin durch. Da bist du. Was? Du hast dir nichts hinterlassen? Das finde ich allerdings ein bisschen frech von dir. Ging mal gar nicht, ja. Gleich wieder nächstes Spiel. Nein. Na, aber doch jetzt ernst kommen, wenn ich doch jetzt hier reingehe, oder? Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Ich sehe aber nicht mehr außer Blut. Ende der Schwerelosigkeit. Kein Knoten, kein gar nichts. Ist äußerst gefährlich. Jetzt ist, wir sind im Übrigen auch in der Nähe von der Insel, der ich schon so könnte ich gerade vorstellen, was reinkommen. Ich hoffe, dass ihr den Audiodruck jetzt gleich hören könnt, ansonsten spreche ich ein Spiel. Hallo? Hallo, Security! Ach, Gott sei Dank, hier spricht Dr. Kron. Ich bin in der Hydrostation und versuche Second Engineer Jacob Temple zu orten, komme aber nicht durch zum Maschinenraum.
Natürlich weiß ich, dass auf dem ganzen Schiff medizinische Alarmstufe ist. Deshalb suche ich ihn ja. Nein, für den Augenblick sind wir sicher. Aber die Monorail ist defekt und wir können nicht zu den Rettungskapseln. Hallo? Hallo? Warnung, 10 Kilotonnen schwere Masse im Lebensmittellager registriert. Twinkle, twinkle, little star. Falls es jemand nicht erkannt haben sollte.
Ja, und was ist mit dem Lied drauf? Das ist nämlich auch lustig. Das kommt auch in dem Film vor, den ich euch jetzt schon einmal nahegelegt habe. Guckt ihn euch wirklich mal an. Ist auch im Übrigen die Trailer-Musik da dazu. Wirft ein ganz anderes Licht, sag ich dann mal, auf den Film dann noch. Also ich denke, man muss so ein komisches Kinderlied und dann sowas. Eng doch an mit der Hauptperson. Das war jetzt der falsche Ton. Das bedeutet, wir können gleich mal wieder einen einsetzen. Machen wir doch gleich mal wieder. Ah ja, hier könnt ihr schon mal sehen, ne? Also der Bereich, der ist jetzt gesäubert. Die Gradzahlen an der Seite, ich nehme mal stark an, das ist so sozusagen die Prozente an Luft, die da irgendwie rein und sauber sind. Ich gehe auch mal davon aus. Ich brauche mal noch unbedingt die Laserkanone. Alles mit Slipper, aber sicher. Ach halt. Ich vergaß. Müssen wir auch mal gucken. Aber erstmal zum Shop. Ich wollte noch ein Knötchen zum Schnee kaufen. Und ihr werdet lachen, bevor ich dann losgehe. Das dann mal. Wird wohl das Vernünftigste sein? Ja, das ist sehr schön. Noch mal speichern. So, und dann, bevor wir in den Abschnitt in die Kammer Ost gehen, was also jetzt schon ziemlich traumhaft hier aussieht, wird noch viel, viel traumhafter.
verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch, wünsche euch bis zum nächsten Mal viel Spaß, ja. Bleibt schön brav dabei und bis dann.